Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal wieder um die guten Autos. Im Zusammenhang mit der Elektromobilität haben einige von euch geschrieben, ja, Elektromobilität ist zwar ganz schön, aber eigentlich ist natürlich nicht die Zukunft, sondern das Wasserstoffauto, dem gehört die Zukunft. Das habe ich schon oft gehört und ich habe allerdings keine große Ahnung. Und wie ihr wisst, wenn ich keine große Ahnung habe, dann sitzt hier immer Gerd Ganteföhr, Professor an der Uni Konstanz. Wir haben uns letztes Mal ums Salzwasserauto unterhalten. Das war natürlich eine eher hypothetische Geschichte. Ja. Mhm. Die Wasserstoffautos gibt es tatsächlich. Also es kommen gerade auch neue raus. In Japan ist man da ganz aktiv. Kannst du mir zunächst mal erklären, ganz grob, ja, wie funktioniert überhaupt der Antrieb bei einem Wasserstoffauto? Wasserstoff ist ein chemischer Energieträger, der eben im Gegensatz zur Batterie erstmal pro Kilogramm, also pro mitgeführtem Gewicht, sehr viel mehr Energie enthält. Eine normale Lithium-Ionen-Batterie hat ungefähr 0,2 Kilowattstunden an Energie pro Kilogramm. Das heißt, man muss jede Menge Kilogramms an Batterie mitführen, um überhaupt ein bisschen weit zu kommen. Wasserstoff, da haben wir ein Kilogramm, das reicht für 100 Kilometer aus. Das heißt, mit einem typischen Tankinhalt vom Wasserstoffauto von 4 bis 5 Kilogramm komme ich ja etwa so weit wie so ein normaler Benziner oder sowas. Der zweite große Vorteil von diesen Autos ist mit Wasserstoff, und das ist der große Vorteil, kann ich die kalte Verbrennung machen. Ich habe also nicht den Umweg über Wärme und dann diesen Verlust von Wärmeenergie in mechanische Energie. Das ist der Carnot-Prozess, da habe ich einen Wirkungsgrad von 30 oder 40%, und deswegen wird ja ein Automotor immer so heiß. Das sind alles Energieverluste, weil ich eben nur einen Teil der chemischen Energie im Benzin oder Diesel in mechanische Energie umwandeln kann. Beim Brennstoffzellenauto, und das ist ganz richtig der Name davon, kann ich, und das geht eben nur mit Wasserstoff so gut, kann ich eine kalte Verbrennung in der Brennstoffzelle machen. Das heißt, ich nehme den Sauerstoff aus der Luft und den Wasserstoff eben aus dem Wasserstofftank und lasse die beiden nicht chemisch miteinander reagieren in so einer Flamme oder sowas, sondern über so einen relativ komplizierten Prozess, also Wasserstoff plus Sauerstoff zu Wasser, aber nicht durch Wärmeerzeugung, sondern die Elektronen, die dabei transferiert werden vom Wasserstoff zum Sauerstoff, und dann bildet sich eben H2O, die werden sozusagen über den Umweg, über einen Stromkreis, über zwei Elektroden in der Brennstoffzelle, werden die überführt. Und das hat den Nettoeffekt, dass ich direkt aus der chemischen Energie ohne den Umweg über Wärme Strom gewinne. Und das hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Und ich kann eben die chemische Energie im Wasserstoff sehr effizient mit dem Elektromotor dann schließlich in Bewegungsenergie umwandeln. Genau, also wir haben auch wieder einen Elektromotor dabei. Ich glaube, wir haben sogar auch eine Batterie dabei, um die Rekuperation aufzunehmen. Ja, so, also eine kleine Batterie. Und vielleicht für mein Verständnis, ich habe mich immer gefragt, was sind 5 Kilo Wasserstoff? Also wie groß ist das? Das sind, ich glaube, typischerweise 3 Tanks. Und diese Tanks sind nicht zu groß, weil das Problem ist, wenn man einen sehr großen Tank hat mit diesen 700 Bar, auf diesen Druck wird der Wasserstoff komprimiert, damit man überhaupt eine vernünftige Menge an Wasserstoff mitführen kann. Und jetzt mal zum Vergleich, auf so einem Reifen hat man so vielleicht 2 oder 3 Bar Überdruck. Und in diesen großen Gasflaschen, die so eine mehrere Zentimeter dicke Stahlhülle haben, also typischen Gasflaschen, also beim Schweißen sieht man die, die haben 80 oder sogar 200 Bar, die haben aber so eine dicke Stahlwandung, weil wir da schon mit Drücken umgehen, die wirklich gefährlich sind. Wir machen das im Labor, und diese Gasflaschen, das sind so große Stahlzylinder, die sind so ungefähr 2 Meter groß, und oben ist erstmal ein normales Ventil, also kann man zuschrauben, und wenn dieses Ventil durch irgendeinen Unfall mal abgeschlagen wird und jetzt schlagartig diese Öffnung von, sagen wir, 1-2 Zentimetern ist und die 200 Bar entweichen, dann zischt diese Gasflasche wie eine Rakete durch Betonwände vom durch. Rückstoß praktisch. Ja, das ist dann, und das ist höllengefährlich. Okay. Deswegen muss man mit diesen Hochdruckgasflaschen sehr vorsichtig umgehen. Da das machen wir im Labor. 200 Bar gesprochen. Das sind aber nur 200 und Bar. Und hier haben wir 700. 700 Bar, genau. Und das ist jetzt für meine Verhältnisse, das ist mein subjektiver Eindruck, wirklich ein hoher Druck. Und diese 700 Bar hast du in relativ kleinen Zylindern. Das sind so Mehrfachlagen aus Hightech-Materialien, aus denen diese Tanks bestehen. Carbon habe ich mal gelesen. Ja, genau. Das heißt, da sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Um diesen Wasserstoff transportieren zu können, muss er sehr stark komprimiert werden. Ja. Und, das hattest du gerade vorhin angesprochen, Wasserstoff ist flüchtig. Was bedeutet das in der Praxis? Also welcher Nachteil entsteht daraus? Also da scheiden sich die Geister. Also ich persönlich würde erstmal mit Wasserstoff extrem vorsichtig umgehen, weil er einen sehr weiten Bereich hat, in dem er mit dem Sauerstoff der Luft, also mit Luft, gemischt werden kann. Und ich glaube, von wenigen Prozent bis sehr hohen Prozentzahlen, von 90% oder so, ist das Gemisch explosiv, also Knallgasexplosion. Wenn man also eine große Menge an Wasserstoff entweichen lässt,
Semestern genügt es bei Weitem nicht, einfach die Fenster zu öffnen. Denn selbst wenn ein geringer Rest an Wasserstoff zurückbleibt, ist das Gemisch wenige Prozent in der Luft immer noch explosiv. Ne? Also alleine, wenn du hier auf so ein Metallstück mit einem anderen Metallstück draufhaust, dann gibt es eine Explosion. Das ist so meine persönliche Meinung. Jetzt gibt es dann Experimente zur Sicherheit. Wenn jetzt so ein 700 Bar Tank undicht wird, dann ist es tatsächlich so, dass Wasserstoff eben sehr leicht flüchtig ist. Das ist der Vorteil. Er diffundiert ja sogar durch bestimmte Metalle hindurch und durch alle anderen Materialien, verteilt sich unglaublich schnell in der Luft, sodass man rasch unter diese kritische Konzentration kommt. Das sagen die Befürworter. Ich persönlich wäre jetzt mal mit Wasserstoff ziemlich vorsichtig. Wenn ich kleine Lecks habe, dann ist das also möglicherweise in der Umgebung einer kleinen Undichtigkeit schon eine gefährliche Sache. Wie lässt sich überhaupt Wasserstoff in ein Tanksystem integrieren? Fahren dann Wasserstofflaster durch die Gegend oder wie? Also da gibt es mehrere Probleme. Also zum einen, die Batterieautos haben den großen Vorteil, dass man eben Stromüberschüsse von den erneuerbaren Energien eben zum Laden der Batterien nutzen kann. Der große Nachteil ist, dass es ziemlich lange dauert, das Ding zu laden. Währenddessen Wasserstoff tanken geht in 5 Minuten für eine Reichweite von 500 Kilometern. Du tankst also mit einer Geschwindigkeit, die vergleichbar ist mit dem, was wir kennen vom Benzintanken. Um jetzt eine vernünftige Bilanz hinzubekommen, kommt es eben sehr darauf an, wie ich diesen Wasserstoff erzeuge. Meines Erachtens wird das Wasserstoffauto dann interessant, wenn wir also noch mehr Windenergie und Solarenergie installieren, dann werden wir nämlich im Sommer an windigen Tagen, also wenn die Sonne scheint, riesige Stromüberschüsse haben. Und die kann man nicht wirklich speichern. Was man machen kann, ist Power to Gas mit Elektrolyse. Und die geht eben mit einem sehr hohen Wirkungsgrad für die Wasserstofferzeugung. Davon hat übrigens auch Volker Quaschning im letzten Video gesprochen, was ich euch hier mal noch kurz verlinke. So. Genau. Dann kann man also diese Energie relativ effizient, 80% oder so, in Wasserstoff umwandeln. Und dann würde die Kette weiter zu Wasserstoffautos mit der Brennstoffzelle mit einer sehr hohen Effizienz das Ganze im kinetischen Energie, also mechanische Energie des Autofahrens umwandeln. Und dann wird es meines Erachtens eine interessante Sache. Wir hätten dann allerdings immer noch das Problem, mit dem Wasserstoff umzugehen, weil wir können den Wasserstoff in großen Mengen nicht in das Erdgasnetz einspeisen. Also wir können auch nicht hier mit der Photovoltaikanlage überschüssige Energie hier zu Hause mit Power-to-Gas wandeln und lagern und dann wieder eine eigene Tankstelle. Nee. Also gut, man soll ja nie sagen, aber wenn das die Idee ist, dann würde ich ein Batterieauto nehmen. Das kann ich zu Hause mit meiner Photovoltaikanlage laden. Ob man jetzt tatsächlich ein Wasserstoffauto zu Hause betankt mit dem selbst hergestellten Wasserstoff. Also wenn ich in jedem Haushalt eine Wasserstofferzeugungsanlage hätte, dann würde ich bei 80 Millionen Bürgern dann vielleicht irgendwann mal denken, da gibt es ab und zu mal eine Explosion, weil die Leute dann doch nicht so sorgfältig damit umgehen. Okay, dann brauchen wir doch das wäre was zentrale Zentrales. Geschichten. Das sind die Elektrolysemaschinen, die großen dann, die aus dem Überschuss des Stroms, das sind dann Gigawatt, die ich dann umwandle in so und so viele Hunderte oder tausende Kubikmeter an Wasserstoff. Es ist auf jeden Fall ein Energieträger, der vorhanden ist, der auch nicht, der nachhaltig ist, der nicht verbraucht würde, der sozusagen erzeugbar wäre durch regenerative Energien. Das Problem ist die Lagerung, der Transport zur Tankstelle möglicherweise. Siehst du da ein richtiges Sicherheitsrisiko bei den Wasserstoffautos? Weil es gibt sie ja, sie dürfen ja rumfahren. Ja, ja, es gibt kaufbare Wasserstoffautos und es gibt so rund 100 Wasserstofftankstellen und das ist eine Technologie, mit der man umgehen kann. Und ich denke, beim Wasserstoff könnte man das Sicherheitsproblem auch in den Griff bekommen. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist meines Erachtens heute die Geschichte, dass man, wie man den Wasserstoff erzeugt. Power to gas, das heißt Strom umwandeln über Elektrolyse, 80% Wirkungsgrad in Wasserstoff und dann mit der Brennstoffzelle im Wasserstoffauto weiterverwerten. Das ist eine sehr attraktive Angelegenheit. Die wird aber erst attraktiv werden, wenn wir wirklich große Mengen an Wasserstoff, und da geht es um Gigawatt, mit der Elektrolyse herstellen. Das ist meines Erachtens für die längerfristige Zukunft eine Methode, um den Individualverkehr aufrechtzuerhalten. Und man hätte eben größere Reichweiten, schnelleres Betanken als Vorteile gegenüber dem Batterieauto. Was natürlich diskutiert wird, ist, dass vielleicht es für den Personenkraftverkehr nicht so geeignet ist, weil eben das Tankstellennetz aufgebaut werden muss und das relativ kompliziert ist. Aber dass es sich vielleicht eignet an den Stellen, wo zum Beispiel eine Spedition, eine Flotte hat, die sie an Lastwagen, die sie vielleicht mit Wasserstoff betreiben kann, oder vielleicht auch Frachtschiffe, wo eben ja die Firma dafür sorgt, dass es dann auch die Tankmöglichkeiten gibt. Ja. Ist das eine denkbare Lösung? Ja, das ist durchaus möglich. Also wie gesagt, mit Batterien wird man also weder Schiffe noch Flugzeuge noch LKWs betreiben können, jedenfalls nach heutigem Wissen. Und wenn man nachhaltig da das antreiben will, dann ist Wasserstoff meines Erachtens eine attraktive Alternative und man könnte mit solchen
mit Flottenlösungen rangehen, wenn man da eine Wasserstofftankstelle hat und es eben bundesweit kein solches Netz gibt. Es gibt allerdings noch ein Problem, was eigentlich auch gelöst werden müsste oder vielleicht schon gelöst ist, aber das weiß ich nicht. Über sehr lange Zeit waren Brennstoffzellen sehr intensiv beforscht worden, aber es gab immer Probleme mit der Stabilität der Nanopartikel, dem Katalysator auf der einen Seite. Es gibt ähnlich wie im Akkumulator, also bei einer Bleibatterie, zwei Elektronenanode und Kathode. Und auf einer der beiden Seiten gibt es eine Erosion des Katalysators und das sind Platinteilchen. Und es war sehr lange so, dass also erstens sehr viel Platin für eine Brennstoffzelle gebraucht wurde und das macht auf jeden Fall ein Problem, weil Platin sehr teuer ist und eben die Haltbarkeit, die Brenndauer, also wie viele Stunden läuft eine Brennstoffzelle, bevor ich sie wegschmeißen muss, weil sie nicht mehr richtig funktioniert, weil der Katalysator aus diesen Nanopartikeln, die migrieren da in der Elektrode und wachsen zusammen zu größeren Partikeln, dann nimmt die Katalysatoroberfläche ab und die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle geht verloren, also wie eine Batterie, die altert. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Problem der Haltbarkeit und des Platingehaltes gelöst ist. Okay. Es gibt Informationen, die sind aber alle mehr oder weniger geheim. Es wird nur angedeutet, dass das inzwischen gelöst sei. Aber dann möchte ich wirklich mal eine Brennstoffzelle im Alltag sehen, die, sagen wir mal, 5 Jahre hält und nur relativ wenig Platin wirklich braucht, die also bezahlbar ist. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, glaube ich auch nicht, dass das jetzt für solche Flottenlösungen bei LKWs oder sowas, wo es ja auch um Finanzierbarkeit geht, wirklich attraktiv ist. Das ist natürlich ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Kosten. Und da ist es, glaube ich, so, dass es eine relativ teure Art der Fortbewegung ist. Könnte man natürlich sagen, ja, wenn dafür hinterher Umweltprobleme gelöst sind, Nachhaltigkeit und für ewige Zeiten das eine mögliche Mobilität ist, dann könnte man das in Kauf nehmen. Gibt es denn da eine Hoffnung, dass es billiger wird? Ja, also ich denke, der Knackpunkt ist meines Erachtens, dass wir einfach den Wasserstoff nach wie vor aus fossiler Energie erzeugen. Wenn wir Power to Gas haben und jede Menge Wasserstoff erzeugen mit einem hohen Wirkungsgrad, und das geht prinzipiell, es muss nur existieren. Wir brauchen die Gigawattstation, die riesigen Stromüberschüsse in Wasserstoff umwandelt. Dann haben wir einen Haufen Wasserstoff. Und der muss einigermaßen billig sein. Im Augenblick ist Wasserstoff noch genauso teuer wie normaler Treibstoff oder sogar teurer. Und wenn dann das Brennstoffzellenauto auch noch teuer ist, dann ist es einfach nicht mehr attraktiv. Wenn wir aber in riesigen Mengen Wasserstoff erzeugen können, nachhaltig, preiswert, dann wird es plötzlich attraktiv, auch die Brennstoffzelle weiterzuentwickeln. Ich denke, das Wasserstoffauto ist vielleicht in einer längerfristigen Zukunft eine Option, die besser ist als das Batterieauto, wegen der Ladezeit und eben auch dem riesigen Gewicht der Batterien. Aber wir brauchen nachhaltig preiswerten Wasserstoff. Vor 11 Jahren wurde das iPhone erst erfunden. Also wenn ich jetzt mal 11 Jahre in die Zukunft schaue, so lange soll hier der Tesla halten. Vielleicht wird dann mein nächstes Auto ein Wasserstoffauto, wer weiß es. Vielen Dank erstmal, Gerd Gantefer. Besucht doch seinen Kanal Grenzen des Wissens, in dem er auch zum Beispiel alle Energieerzeugungsmethoden einzeln behandelt. Wirklich super spannend. Ich bedanke mich vor allem bei euch, dass ihr überhaupt diese Frage aufgebracht habt. Ich habe mich früher nicht mit dem Wasserstoffauto beschäftigt. Fand ich eine spannende Sache. Vielleicht ist es sogar die Zukunft. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Gelegenheit habe, mal ein Wasserstoffauto zu fahren, werde ich es mal ausprobieren. Und vielleicht nehme ich dich dann mit. Dann fahren wir mal zusammen Wasserstoffauto. Ja, hoffentlich hat das auch so eine gute Beschleunigung. Ja, ich glaube nicht ganz, aber wird bestimmt lustig. Vielen Dank fürs Zugucken. Kommentiert, liked und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Dieser Dad. Und tschüss.